Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video vom Zen Garden Paraguay. Heute gibt es wieder die Fortschritte der vergangenen Woche. Wir drehen an einem Montag. Ihr werdet es gleich sehen, weil alle Arbeiter auf der Baustelle sind. Es hat einfach wieder am Samstag und Sonntag viel geregnet. So, und bevor ich es vergesse, wenn euch das Video gefällt, ihr könnt jederzeit einen Daumen hoch machen und am besten auch direkt daneben den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein einziges unserer Tagebücher. So, den ersten Fortschritt der letzten Woche, den seht ihr hier gleich. Schaut mal, der Bürgersteig fängt an, Gestalt anzunehmen. Das ist jetzt nur der Grobästrich, es geht natürlich weiter. Hier hinten wird begrünt werden, aber man sieht doch schon sehr schön, wie das Ganze Formen annehmen wird. So, und jetzt gehen wir einfach ein Stück weiter. Wie ihr seht, sie sind schon ziemlich weit gekommen. Die Einfahrt zum Gartenteil ist auch schon gemacht und sie arbeiten sich nach oben. Sie sind momentan gerade unter dem Eingang für die Fußgänger und danach kommt noch der Bereich von der Einfahrt für den Parkplatz. Tja, bis jetzt war ich natürlich ruhig, aber es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie hier Säulen gemacht werden. Sehen, es ist Handarbeit, es hält trotzdem, es hält super gut, aber es ist einfach, ja, richtige Handarbeit. Sie sehen, der Eimer wird aufgefüllt, dann wird es in der Kette hochgegeben und wenn er leer ist, wird er runtergeschmissen. Und wie Sie auch bei unserem Video des Kindschuss sehen können, die haben da so viel Erfahrung drin, ja, die werfen nicht daneben. Die treffen oder die, Sie sehen, der Kollege fängt und auch beim Kindschuh, ich hatte es in einem anderen Video gezeigt, die schmeißen die Sachen, in dem Fall die Strohbündel nach oben und es war nie ein Problem, er hat sie immer gefangen. Jetzt lasse ich sie weiterarbeiten. Wie ihr sehen könnt, dass der Bungalow für den Hausmeister hat richtig, richtig Formen angenommen. Und sie sind seit Freitag auch dabei, schon das Dach vorzubereiten. Das heißt, Ende dieser Woche sollte auch das sein Dach haben. Wieder natürlich das, die schöne Dachkonstruktion mit dem Styropor als Isolierung, oben Metall und unten so eine Art Verschalung, die aussieht wie Holz. Ist allerdings kein Holz natürlich. Ja, wenn ihr wollt, kommt einfach mit rein, dann besichtigen wir mal den Bungalow des Hausmeisters. Hier befinden wir uns auf seiner Terrasse. Hier oben wird es einen Ventilator geben. Natürlich muss das alles noch fertig verputzt werden und so weiter. Ein Fenster und seine Tür. Hier befinden wir uns in dem Wohnbereich. Das wird es eine Küchenzeile geben und der Rest ist eben Wohnzimmer. Das Badezimmer kennt ihr schon. Und hier befinden wir uns dann in seinem Schlafzimmer mit einem großen Fenster. Ja, ich denke für einen Hausmeister und seine Familie doch ein ganz schnuckliger kleiner Bungalow und dann einen riesengroßen Garten dazu, der natürlich für alle genutzt werden kann. Gehen wir weiter schauen, was hat sich bei den Doppelhaushälften getan? So, jetzt sind wir bei den Doppelhaushälften angekommen. Wie ihr seht, für die erste, da sind wir schon richtig, richtig weit vorangekommen. Die Grundstruktur ist zu erkennen. Hier vorne die Terrasse, dahinter die große Wohnküche. Ganz in der Ecke, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, ist das Gäste-WC, weil es natürlich die Haushälfte Orchidee ist. Die hat unten ein Gäste-WC. Und das, was da hinten abgeteilt ist, da wird die Treppe hochgehen. Das sind also die Fundamente für das Haus. Auf der anderen Seite bei Kolibri sieht man schon, ist es ausgehoben worden. Da denke ich, sind wir Ende dieser Woche so weit, wie wir es gerade bei Orchidee sind. Sie werden wohl dann auch in Kürze diese Säulen noch hochziehen. Hier haben sie ja schon hier vorne eine gemacht und auch hier an der Ecke. Ja, es nimmt richtig, richtig Formen an. Und wenn ihr noch mal nach hinten schaut,
So, unser Kinsho, der ja schon von oben fertig ist, wird vorbereitet, dass natürlich auch er Estrich bekommt, so dass wir später dann auch hier Fliesen legen können, damit wir einen schönen Boden haben. Und ich kann euch sagen, der Kinsho ist sehr beliebt bei unseren Arbeitern für ihre Pausen. Ja, und heute haben wir wieder einen Besucher, ein freilebender, ein wilder Hund. Und wie gesagt, die Anlage ist ja noch nicht abgesperrt, das heißt, die Tore sind noch offen. Das heißt, da kommt natürlich hin und wieder auch mal ein Hund vorbei oder eine Katze vorbei. Und der Bauarbeiter, der hier auch übernachtet in der Hütte, der hat mittlerweile, füttert er eine Katze, die wir nennen sie Felix. Und Felix ist natürlich zu den Fütterungszeiten immer pünktlich da. Ansonsten ist er natürlich spazieren irgendwo hier in der Gegend. Aber man sieht ihn regelmäßig hier. Wir sind gespannt, ob der Bauarbeiter Felix mitnehmen wird oder ob das dann schon die erste Katze des Zen-Gartens ist. Übrigens, die zwei Ventilatoren mit Licht sind auch schon angebracht. Es ist also richtig viel vorangegangen in der letzten Woche. Bürgersteig, Bungalow des Hausmeisters, Vorbereitungen und beziehungsweise gesamtes Fundament für die Doppelhaushälfte Orchidee, Vorbereitung des Fundaments für die Doppelhaushälfte Kolibri und Vorbereitung für den Estrich. Das muss, ja, hier fehlt noch ein bisschen Erde, die muss noch geliefert werden, aber Vorbereitung für den Estrich, für den Kinsho und Stromanschlüsse. Also, das war unser Bautagebuch dieser Woche. Schaltet nächste Woche wieder ein und wer es noch nicht hat, denkt dran, Daumen hoch und bis nächste Woche. Lasst es euch gut gehen.